Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir die Sparkasse Pushtan App Schritt für Schritt einrichten können. Dafür müssen wir uns die Pushtan App natürlich als erstes einmal im App Store oder Google Play Store herunterladen. Als nächstes öffnen wir die App dann und klicken einmal auf Jetzt einrichten. Da müssen wir auswählen, ob wir unsere Registrierungsdaten in Form eines Registrierungsbriefs schon erhalten haben oder ob wir unsere App praktisch neu einrichten wollen, falls wir beispielsweise vorher ein anderes Handy hatten und die App jetzt eben auf ein neues Gerät übertragen wollen oder wenn wir die eben neu installiert haben. In diesem Video werde ich euch mal speziell zeigen, wie wir das machen, wenn wir die App zum ersten Mal einrichten, sprich wir wählen einmal Registrierungsdaten erhalten. Da müssen wir ein Passwort speziell für die Pushtan App festlegen. Das kann also völlig unabhängig von eurem Passwort bei der Sparkasse App sein. Das Passwort muss aber insgesamt mindestens 8 oder mehr Zeichen haben. Darunter muss eine Zahl sein, ein Buchstabe und mindestens ein Sonderzeichen. Wenn wir möchten, dann können wir für die Pushtan App auch noch Touch oder Face ID aktivieren. Das Ganze müssen wir dann natürlich nochmal bestätigen und dann werden wir auch noch aufgefordert, die Mitteilungen zu aktivieren. Das würde ich euch auch empfehlen. Am Ende liegt die Entscheidung da aber natürlich bei euch. Da müssen wir jetzt diese Registrierungsdaten von unserem Registrierungsbrief eingeben und das können wir entweder per QR-Code machen, indem wir einmal den Zugriff auf unsere Kamera erlauben. Ansonsten können wir aber auch unten die Registrierungsdaten manuell eingeben. Sobald wir dann einmal entweder den QR-Code gescannt haben oder die Registrierungsdaten manuell eingegeben haben, müssen wir dann jetzt noch unseren Online-Banking-Anmeldenamen eingeben und natürlich auch unsere Online-Banking-PIN. Falls ihr die noch nicht haben solltet, dann könnt ihr alternativ auch eure Legitimations-ID sowie eure Eröffnungs-PIN eingeben. Dann haben wir die Sparkasse Pushtan-App auch schon erfolgreich aktiviert und können unsere zukünftigen Aufträge jetzt hierüber bestätigen. Wenn ich euch mit diesem Video also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir die gerne einfach in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!